Hallo, ich bin Maria und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Runde Bayern unsere Biere Schalanderratsch. Wir sind heute in einem mega schönen, beschaulichen Ort mitten im Alpenmühltal, nämlich in Tittel. Christigo, 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 Schiene gegen die Hoffos verbind und die kurz nimmer singen, aber gar nimmer gehen. Christigo, Schiene gegen. Ich habe es mir hier jetzt gemütlich gemacht und es ist wirklich sehr, sehr schön bei der Brauerei Gutmann. Neben mir sitzen Michael und Fritz. Vielleicht können einfach mal ganz kurz selber sagen, wer ihr seid, was ihr macht und wie lange vor allem schon. Ja, servus Maria, ich bin der Fritz Gutmann und ich bin zusammen mit meinem Bruder Michael verantwortlich für die Leitung der Brauerei zusammen mit unseren 40 Mitarbeitern. Wie ist es denn bei dir? Erzähl mal. Ich bin der Michael und wenn eben Fritz mit seinem Bruder Michael mal so eine Idee hat, besondere Ideen einfach umzusetzen, wie jetzt eben die Caps, dann bin ich da der richtige Mann. Und jetzt habt ihr mega gutes Bier, das haben wir hier hinter uns stehen. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, welche Sorten habt ihr und was macht euer Bier super speziell? Mittlerweile haben wir 5 Sorten. Angefangen hat alles Anfang des 19. Jahrhunderts mit einem klassischen Hefeweizen Hell. Das war damals noch ein sehr seltenes Getränk. Man hatte damals versucht, das Getreide eigentlich zum Backen zu verwenden, das Weizengetreide. Daher konnte man nicht so viel fürs Brauen nehmen. Also Kellerfest an sich, historisch bedingt, kommt davon, dass man die Bierkeller der Brauerei leer trinken wollte. Man konnte temperaturbedingt nur im Winter brauen, hatte das Bier dann im Sommer eingekühlt in den Bergen. Und auch hier bei uns ist quasi das Kellerfest direkt über den ehemaligen Bierkellern. Die werden heute noch genutzt und da laden wir natürlich alle Weißbiertrinker aus der Region ein, diese Keller auch leer zu trinken. Qualität war uns da sehr, sehr wichtig. Daneben, was auch für uns in der Brauerei zählt, Tradition, handwerkliche Herstellung, hochwertige Rohstoffe, Materialien. Und als wir uns da umgeschaut haben auf der Suche nach einem Cap, sind wir relativ schnell auf die Bavarian Caps gestoßen und haben uns da eben gefreut, dass da jemanden gibt, der im Bereich Caps so arbeitet, wie es wir als Brauerei auch tun. Ich hoffe, ihr seid bereit. Bereit. Gerne. Okay, wunderbar. Dann süßer Senf oder scharfer Senf? Süßer Senf. Scharfen Senf zum Leberkäs. Radler oder Cola-Weizen? Wir sind ja eigentlich Puristen beim Weizenbier, aber auch Weizenbierfreunde, von dem her wahrscheinlich eher Cola-Weizen. Ich würde dann, glaube ich, eher das leichte Weizen bevorzugen. War überhaupt nicht in der Frage, aber kann man schon mal sagen. Dann haben wir noch Bratwurst oder Steaksemmel. Bratwurst. Fritz,